Das ist ja die Party. Ja, genau. Ne? Also, willkommen zur Aftershow-Party. Also, immer noch mit den Dingern live. Wie ihr seht, es ist Partystimmung bei Falciro. Wir sind total ausgelassen. Wir trinken Cola, haben Bienenbommel und Drachen drauf. Und Katha, du siehst am langweiligsten aus. Tut mir leid. So bin ich eben. Ich habe rote Haare, das zählt. Ja, damit passt du auch ausgezeichnet zu Falciro. Also ich höre mich irgendwo immer mit. Ich weiß aber nicht, ob das an euch liegt oder an mir. Ich höre dich tatsächlich auch doppelt auf jeden Fall. Und jetzt wir haben eine Sabrina weniger. Wir haben eine Sabrina weniger, ja. Aber ich höre mich immer noch. Julia, kann das bei dir sein? Nee, eigentlich nicht. Weil ich das Mikro ja eingestellt habe, wenn ich spreche, ist es an. Und wenn ich nicht spreche, ist aus. Sehr seltsam. Weil wir haben ja beide Kopfhörer und Mikro, da kannst du eigentlich auch nicht. Nee, ich hab nie Kopfhörer und Mikro, wenn ich hier bin. So, wir haben Sabrina zurück. Hallo Andrea und hallo Echi, schön, dass ihr da seid. Hört ihr mich alle doppelt? Warte, ich mach mal Ton aus. Das ist ja... Ja, jetzt. Du musst jetzt was sagen. Ich höre euch nicht mehr. Ist besser. Ja. Okay, das ist natürlich jetzt klasse, weil ich nicht weiß, warum er mich jetzt doppelt. Also, warum er das jetzt doppelt. Aber wie es aussieht, Emanuel meint, nö. Also, falls das auf meinen Hören, ob mich alle doppelt hören, ist, dann. Ich habe klaren Ton bei allen. Okay, na dann ignorieren wir das einfach. Genau. Also. Nach ersten Technikspinnereien würde ich sagen, die Party ist eröffnet. Wie feiert man live eine Aftershow-Party? Das ist das mit dem ungeplant vorher, ne? Wir können anstoßen. Nee, mein Kaffee steht ja noch auf der Kaffeemaschine. Du hast ja direkt auf Start gedrückt. Ja, und wir haben hier Wasser und Cola zum Anstoßen. Mega. Ja. Ja. So wie wir halt Party machen. Genau. Wir haben Bücher, das hilft. Ja, wir haben Bücher. Genau. Achtet nicht auf uns, achtet lieber auf die Bücher. Wir sind unwichtig. Genau. Siegestänzchen. Na super, tolle Idee, wirklich. Geh du doch einfach zu Sabrina ins Zimmer und mach mit ihr beispielhaft für uns alle ein Siegestänzchen. Würde ich jetzt auch gern sehen. Oh, hallo Steffi, schön, dass du auch wieder da bist. Hallo Katharina, eine andere als du. Wir haben viele von der Sorte. Ich weiß auch nicht, die sind überall, sage ich dir. Die sind überall. Hey, Tamara ist auch da, sehr schön. Noch so eine fleißige Lady für uns. Also, falls ihr noch nicht Tamaras super süße Tierlesezeichen gebastelt habt für eure Bücher, dann solltet ihr das unbedingt nachholen. Die sind echt niedlich. Mädels, ihr müsst was sagen. Ich kann hier nicht den Alleinunterhalter machen. Ja. Ihr seid alle so unfassbar gesprächig. Ja, heute ist irgendwie so. Ich habe den ganzen Tag geredet. Das ist das Problem. Da ist jetzt die Luft raus, weißt du? So. Hallo Sabrina, also auch eine andere. Ihr habt lauter Doppelgänger. Wir brauchen noch eine Julia und eine Mary. Ja. Damit es noch verwirrender ist. Und wenn jetzt noch ein Fakriro auftaucht und dann bin ich echt, also dann... Der da? Ja. Da hinten sitzt noch eine Baby-Version von ihm. Nein. Ja, kennt ihr die nicht? Nee. Muss ich jetzt in Jogginghosen aufstehen und beichten, dass ich nur obenrum vernünftig aussehe? Du kannst auch mit dem Stuhl rollen. Moment. Schnell aus dem Bild. So, jetzt höre ich euch wieder mehr oder weniger. Nur, dass lauter Haare von mir jetzt in meinem Kopfhörer sind.
So, das hier ist Baby Fakiro. Oh mein Gott. Und der ist vor allem so flauschig. Ja. Der ist mega flauschig. Der ist richtig aus so schadstofffreiem Material, mit dem auch Babys spielen dürfen und so. Und das ist jetzt unser Maskottchen. Also Mini Fakiro für alle und Maxi Fakiro für uns. Ja. Ja. Gott, ist der putzig. Ja. Aber erwarte jetzt nicht, dass ich den auch auf die Schulter setze. Der ist noch nicht so gut erzogen. Der muss das noch lernen. Nee, ich weiß, Babys kauen immer gerne an den Ohren und das ist sehr unangenehm, weil... Oh, ja. Ich streichle ihn jetzt übrigens die ganze Zeit. Die andere Sabrina sagt, dass deine schwarze Hose gar nicht auffällt. Hättest du nichts gesagt, wärst du durchgegangen. Tja, Mary. Tja, dumm gelaufen, ich bin halt zu ehrlich für sowas. Also, es gibt oh mein Gott, Babys! Und solche Kommentare, genau. Finde ich viel passender und viel wichtiger. Ich finde auch sein strubbeliges Drachenschwänzchen süß. Oh. Er hat doch so einen Drachenflaum. Babyflaum. Und ich habe ja für die Buch Berlin im Winter letztes Jahr... Tamara hat eine tolle Idee. Die Tamara meinte, setz ihn doch einfach auf den Kopf. Toll, damit ich mich noch weniger bewegen kann. Finde ich eine sehr gute Idee, Tamara. Ich halte hier schon den Kopf so schräg, damit Fakiro hier sitzt und ich trotzdem mit meinem Kopfhörer noch eine Chance habe. Und jetzt soll ich noch so machen? Das ist euer Ernst. Ich gebe euch gleich Kopf. Nein, aber ich habe doch so ein schönes rotes Drachenei gebaut. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Ich stehe jetzt nicht nochmal auf. Und das ist aber genau die richtige Größe für ihn. Und man kann ihn da reinsetzen. Das ist super. Hallo Barbara. Hallihallo. Ich merke schon, zu den Nachrichten waren wir allein und zur Party kommen alle. Ne? Ja. Jetzt, wo wir sinnlos in der Gegend waren. Ich war auch bei den Nachrichten da. So. Hier Sabrina und ich auch. Wirklich? Ich habe mich gar nicht bemerkt. Ich war ganz still. Ich habe nur getextet. Ich glaube, wir haben ein Problem, was Sabrina zu hören angeht. Also zumindest bei mir kommt sie nicht an. Ich wollte auch gerade fragen, wie sieht es denn mit euch da draußen aus? Habt ihr gerade Sabrina gehört? Doch, das Drachenei wollen wir bitte sehen. Ja. Du darfst dann nochmal aufstehen, während wir den Ton mit Sabrina klären. Sabrina, hörst du uns? Sabrina, hörst du uns? Sie hört uns. Das ist schon mal gut. Aber... Leider nein. Okay, ich habe sie verpasst. Die Nachrichten, ja. Ich meine, ich könnte jetzt sagen... Sabrina gibt nochmal eine Zusammenfassung, aber wenn dich niemand hört, ist das blöd, während ich das Drachenei hole. Aber Julia hat ja aufgepasst. Also du kannst hast ja mal versuchen. Hast du das mal online gestellt, das Video? Das Video ist natürlich noch auf unserer Facebook-Seite und kommt dann nachher auch wieder auf YouTube und überall. Perfekt. Dann, während du das Drachenei holst und ich gerade... Nein, du verdrückst dich nicht. Nein, ich mach doch... Nein, mein Kind, ich habe gerade nicht Drachenei gesagt. Oh. Frechheit, Sabrina ist gegangen. Ich sehe das ganz genau. Ja. Und eben kommt war... Sie denn wieder? Moment, ich höre euch nicht. So, jetzt höre ich euch wieder. Ei, ei, Stefanie, wir bleiben alle ganz brav. Niemand verkrümelt sich. Genau. Höchstens unfreiwillig. Also, solange Sabrina versucht, sich selbst in den Griff zu kriegen, schmeiße ich sie mal raus, damit sie wieder eine Chance hat, wieder reinzukommen. Und ihr habt hoffentlich dieses süße, kleine, nette, riesige Drachenei hier bewundert. Ja. Was für ein Drachen kommt da draus? Ein Babyfakiro schlüpft da draus. Ja, guck mal hier. Das nennt man selektives Hören. Es ist die ganze, Zeit egal, was wir hier am Schnacken sind, aber hast du Drachenei gesagt? Ja, das ist ja einfach, darauf muss man auch einfach reagieren. Das geht gar nicht anders.
Ich liebe ja solche Basteleien. Tamara hat ja vorhin was von mir gesehen. Das kriegen alle anderen erst morgen zu sehen. Ich habe da nämlich seit meinem Geburtstag an so einer Kleinigkeit gebastelt mit meiner Mama zusammen. So Lagerkoller-Therapie-mäßig. Hat mit Naffi-Schuhe zu tun. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Sabrina Siebert, jetzt bist du die einzige Sabrina. Aber Moment, ich sehe da jemanden kommen. Moment, die ist schon fast wieder da. Ja! Hey! Sag was, bevor unsere Hoffnung zu groß ist. Hi! Ja! Ja! Sie ist da! Der Kampf. Der Kampf mit der Technik. Wie soll man denn so richtig schön ausgelassen Aftershow-Partien, wenn dann immer sowas passiert? Das geht so nicht. Also ich habe ja das Gefühl, das Internet hat sowieso keine Lust mehr. Also so das ganze Internet, so irgendwie, es wird immer langsamer und es ist alles... Was machst du da? Ich habe versucht, stockendes Reden zu imitieren, aber es ist mir nicht gelungen. So. Genau. Und dann fährt noch die Couch durchs Funkloch, ne? Also. Genau so ist es. Bei Sabrina fuhr am Wochenende auch eine Couch durchs Funkloch. Die hat nämlich ihre alte Couch entsorgt. Ist wirklich, also du kannst so wie normale Menschen wieder raus und rein und so? Ich kann, also das ist noch nicht fertig, aber zumindest kann ich wieder mein Treppenhaus in alle Richtungen und alle Etagen begehen. Unsere Schlafzimmer sind wieder frei und zugänglich, also ja. Ich finde, da hast du was sehr Gutes erreicht. Das finde ich mega. Was ist dann das? Ist er der nicht mehr ganz so Baby-Fagrero. Genau. Von Baby auf nicht mehr ganz so Baby. Genau. Ich zeig's ihr nachher, sonst steht sie in der Kamera und das. Ich weiß gar nicht, ja, was du meinst. So. Tamara meint, es fällt niemand darauf rein. Tamara, meinst du das mit dem. Ach, ja. Aber Stefanie hatte eine schöne Idee. Für ein Partyspiel. Yeah. Wir schicken Marie schöne Drachendinge holen. Das finde ich. Ne? Yeah. Also ich denke, wenn wir das demokratisch abstimmen, kriegen wir da mindestens 3 Stimmen dafür. Aber nachdem ich schon Fakriro auf der Schulter habe, Fakriro Junior geholt habe und das Drachenei geholt habe, bleiben jetzt nur noch 2 weitere Drachen da. Na, immerhin. Du hast doch bestimmt noch andere schöne Drachendeko, die du zeigen kannst. Ja, ich habe hier von den Dragon Fairies was super Süßes bekommen. Ich weiß nur nicht, ob die Kamera das hinkriegt. Seht ihr das? Aus dem 3D-Drucker. Ein Drachenkopf als Schachfigur. Durchsichtig roter. Sehr cool. Und dazu gehört auch ein Drachenei. Aber ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann. Ist voll schwer, das richtig rum in die Kamera zu halten. Scheiß Spiegel verkehrt. Wir brauchen das Spiel gar nicht. Mary zeigt die Sachen auch freiwillig. Hey! Ja, das war einfach, das stand da. Ich höre hier nur Ausreden. Sagt die Frau mit den Bommeln auf dem Kopf. Genau die. Ich bräuchte eigentlich deinen Drachenhörner, oder? Ja. Moment, ich habe leider so noch keine gesehen. Das sind dann eher wahrscheinlich diese doofen Teufelshörner. Ja. Das geht nicht. Das kann ich auch als Theologin nicht beantworten. Drache ist okay, aber Teufel geht einfach nicht. Das ist image-schädigend. Wir lassen dich jedes Buch holen, in dem ein Drache nur andersweise eine Rolle spielt. Ey, Tamara, dafür müsstet ihr erstmal wissen, welche Bücher bei mir im Schrank stehen. Aber eine Sache fällt mir noch ein. Da muss ich nicht mal so weit weg, da muss nicht mal Fakriro aufstehen. Komm mal her. Guck mal, der ist auch geil. Der ist aus Leder. Und das Besondere ist, hoffentlich mache ich jetzt nichts kaputt. Seht ihr das? Der spuckt ja Feuer. Ein feuerspuckender Drache. Also wenn ich alles so viel hätte wie Drachen. Wenn ich alles so viel hätte wie Drachen. Man braucht sonst auch nichts, oder?
Und Andrea will uns mich mit oder uns mit ins Bett nehmen, damit wir ihr weiter Bücher zeigen. Ich soll live Drachenhörner basteln. Ja, super Idee. Ich habe dieses Wochenende schon so viel gebastelt. Ich hab goldenen Nagellack an den Fingern, was eigentlich goldene Acrylfarbe ist. Die trotz Händewaschen nicht abgegangen ist komplett. Oh Mann. Nee, also so basteln kannst du mich ja mit jagen. Aber wir probieren jetzt mal Steine anmalen aus. Hm. Ich mache jetzt auch mal Mainstream. Jetzt müssen nur noch meine Acrylfarben ankommen. Ah, ja, ich dachte, ich hätte einen super Vorrat, aber irgendwie waren die fast alle eingetrocknet. Ja, das war auch mein Gedanke. Ich habe meine Mutter gefragt, hast du eigentlich noch meine Acrylfarben? Sie guckte mich so an. Man hat so gesehen, dass sie überlegt und überlegt. Und dann meinte sie, die vor 5 Jahren schon getrocknet waren? Meinst du die? ja. Nee, die habe ich nicht mehr. Und Tamara, ja, das sind die gleichen, die auch meine ganzen Drachen gemacht haben. Schleichwerbung. Nee, überhaupt nicht geschlichen. Plakativ ins Bild genau. Die Dragon Fairy. Den Link wird die liebe Barry dann nachher nochmal in die Kommentare setzen. Mhm. Es gibt auch kleine Handfeuerdrachen. Was haben Sie denn so in Ihrer Handtasche? Och, ein kleiner Feuerdrachen. Feuerzeuge, Handy, Geldbeutel, Handfeuerdrache. Meinten Sie Handfeuerwaffe? Nein, Handfeuerdrache. Viel besser. Also effektiv und sogar legal. Ja, weil jemand weiß, dass man sie verbieten müsste. Also ich habe jetzt, finde ich, schon genug Sachen in die Kamera gehalten. Jetzt wäre eigentlich mal eine von euch dran. Wie wäre es mit einem schönen Literaturtipp? Weißt du, das Problem ist nicht der Tipp, das Problem ist, welchen? Einer? Dann gib mal noch ein bisschen was vor. Gib mal irgendwie noch eine kleine Sache, dann kann ich mich vielleicht leichter entscheiden. Drachen? Da habe ich nicht viel. Das macht die Sache fast ein bisschen zu einfach. Diejenige, die als erstes ein Buch mit Drache ins Bild zeigt, darf danach das nächste Genre auswählen. Ah! Ich könnte jetzt sagen, das war... Da ja, dachte ich tatsächlich gerade noch, wo sie waren. Okay, Katha, war schnell. Was hast du da? Zeig nochmal richtig. Ich habe Die Naturgeschichte der Drachen von Marie Brennan. Es ist tatsächlich ein sehr cooles Buch, was so ein bisschen 18. bis 19. Jahrhundert inspiriert ist und wo es im Prinzip um eine Naturforscherin geht, die Drachen als Tiere quasi erkundigt. Das ist eine mehrbändige Reihe. Ich habe bisher nur das erste gelesen und es hat sehr viel Spaß gemacht. Das klingt echt cool. Hey, Stefanie, ich habe Drachenbücher. Ich habe nur nicht viele Drachenbücher, weil ich keine Klischee-Drachenbücher mag. Ich hätte gerne mehr Drachenbücher. Zum Glück sind ja Fakriere und irgendwie keine Klischee-Drachen. Genau. Ja. So, damit, Katharina, kannst du das nächste Genre wählen. Okay, ich hätte gerne ein Buch, bei dem ihr geheult habt. Uff. Moment. Ah, das ist voll fies. Ich hänge ja am Kabel. Ich bleib gleich sitzen. Okay. Genau, Julia. Was ist eigentlich an diesem Buch von Sabrina so empfehlenswert? Warum ja, bitte, heulst du? Moment, bitte, das ist halt... Ja, bitte. Ist der Fakriro ein Feuerdrache, soll ich fragen? Guck mal, er ist rot-schwarz, er hat rote Hörner, ich glaube schon. Wir denken ja. Bis jetzt hat er nur noch nicht gespuckt, weil er noch zu jung ist. Genau. Es ist halt ein sehr ernstes Buch und es hatte für mich, also es ist, habe ich ja Sabrina schon gesagt, es hat für mich so den Stellenwert wie das Buch Wie die Luft zum Atmen. Es ist für mich ein Buch, das ich immer nur häppchenweise lesen kann, weil es einfach emotional so viel bewegt, dass es, dass ich kann es nicht am Stück lesen, weil es einfach Triggerpunkte für mich hat und ich fand es einfach total, also total schön und ich gebe es auch nicht mehr her.
Oh. Ja. Ja. Das Häppchenbuch. Jetzt darfst du was aussuchen. Aber ich warte, Moment. Ich muss mir mal hier fairere Bedingungen schaffen. Fakiro, geh mal kurz zur Seite. Yin, 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 yin. Denk ans Kabel. Ja, hör mir auf. Ich reiß den ganzen Weg runter. Ich hätte gern ein Buch, das so spannend war, dass ihr an den Fingernägeln gekaut habt. So richtig so. Oh. Ui. Oh. Er ist noch ganz jung. Hey, wir haben ein Gewitter. Das ging verhältnismäßig schnell. Wobei, ich bin halt ein wahnsinniges Krimi-Nerd und ich mag eigentlich alle Krimis von Don Winslow und von Sebastian Fitzek und dem die großen Klassiker von Agatha Christie und von Arthur Conan Doyle. Mhm. Aber was Spannung angeht, finde ich Don Winslow einfach großartig. Das ist eigentlich quasi stellvertretend für alles, was der Mann schreibt. aber die Reihe, die mit London Undercover anfing, die fand ich einfach sehr, sehr catchy. Vor allem, wenn man die Hörspiele, die offiziellen dazu hört, noch mit dieser genialen Stimme dazu. Ich weiß gar nicht, wer das spricht, um ehrlich zu sein. Ich bin ganz mies darin, mir Hörbuchsprecher zu merken. Ich weiß nur immer, dass wer gut klingt. Also wenn ich eine Stimme wiedererkenne, weiß ich immer gleich, ah, der, super. Und der liest das so spannend. Das ist dieser eine, der so viele Krimis und Thriller einliest, der so... Ja, es war eine tiefe, dunkle Nacht. Und also jemand, der dir auch das Telefonbuch vorlesen kann. Genau so einer. Du sitzt einfach nur da und denkst, sprich weiter. Mhm, genau so einer. Habt ihr einen absoluten Lieblingssprecher für Hörbücher? Jemand, wo er sagt, wenn der das liest, höre ich es egal? Der, von dem ich gerade spreche, dessen Namen ich leider nicht mehr merken kann. Es gibt auf der von der BBC gibt es mit dem Tom Hardy, der liest vor. Oh, der liest auch toll. Das ist tatsächlich, also Mädels, ich sag euch, der kann auch das Telefonbuch vorlesen. Das ist vollkommen egal. Man sitzt einfach da. Ich guck mal, wenn ich den Link spontan finde, setze ich den auch mal in die Kommentare. Ich habe, ich liebe ja auch hier unseren Benedict Sherlock. Der hat auch Sherlock Holmes Hörspiele oder Hörbücher vielmehr eingelesen. Und da habe ich eins und das ist auch der Wahnsinn. Der liest auch so herrlich jeden Charakter so ganz, ganz individuell und haut da eben wirklich dann den passenden englischen Akzent und Dialekt da rein. Das ist irre. Wer auch sensationell liest, ist Christoph Maria Herbst. Oh ja. Oh ja. So furchtbar gerne. Und Kalko. Ich möchte gerne noch eine Quotenfrau mit einwerfen, und zwar Katharina Thalbach. Ja, das ist natürlich, sie hat eine ganz besondere Stimme. Sie hat so eine besondere Stimme, ja, auf jeden Fall. Muss man mögen, aber wenn, dann Halleluja. Ja, 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 da bin ich ganz bei dir. Und bei Kalkofe, ich meine, ich bin da leicht, ich habe keine Wahl. Also seit wir uns eine Identität teilen, muss ich ihn ja mögen. Ich sehe nur jetzt immer, wenn ich Hörbücher, die von Kalkofe gesprochen sind, ihn mit meiner Frisur und meinen Klamotten und geschminkt vor mir. Dort drüben sitzend. So, ich muss ja jetzt was sagen. Ne? Ja. Mhm. Wir hatten noch gar nicht Liebe, so richtig so Liebe, sowas ganz so im Herzen Liebe. Ich weiß es sofort, ich finde es nur wahrscheinlich nicht so schnell. Gib Sabrina doch auch mal eine Chance, Kinder. Die Sabrina liest keine Liebe. Ach ja, die schreibt nur welche. Ich muss suchen, es ist noch umgekehrt. Ja, zu spät, Katha, du bist schon ausgemiert. Das war abzusehen. Das sieht wirklich in Bilder aus. Ja. Dafür hast du einen roten Fleck im Gesicht. Ich? Ja, irgendwie, das ist so ein bisschen, da kannst du, glaube ich, nichts dafür, da ist so ein bisschen pixelig, so. Du hast deinen rosanen Pixel, der das einmal überträgt. Okay, worum geht's? Also, Martina hat zweimal bei Bookzone live gelesen für uns und im Prinzip ist es eine ganz süße Geschichte, über eine Autorin,
deren Rechner kaputt geht. Und die, das ist ja tatsächlich der Albtraum von uns allen. Rechner geht kaputt. Und warum soll man Datensicherung machen? Datensicherung, wer macht denn schon? Ha. Nun ja, und sie bringt den Rechner halt zum Spezialisten. Und der junge Mann, der ihren Rechner repariert, findet halt beim Hochfahren ihren Hintergrund, wo sie ein Foto von ihr mit ihrer Schwester drauf ist, findet er sie unheimlich anziehend, weil in ihrem Lächeln trotzdem sowas Trauriges drin ist. Und er tut dann halt das, was man nicht tun sollte als Profi. Er spickt und ja, dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Und ich fand die wirklich, die war so schön. Das war so eine schöne Geschichte, die man so in einem Hubs einfach wegliest. Und das mag ich so. Okay, keine Liebe, das ist ja schon mal... Das Buch mit eurem Lieblingsbösewicht. Das ist gut. Schwierig. Das ist gut. Aber nicht einfach. Sabrina! Was? Yes. Oh! Warum so überrascht, Mary? Ich war so konzentriert dabei, einen Lieblingsbösewicht zu finden. Ja, Kreona, die Welt, in der ich mich verlor, von Screecher, das gibt es aktuell nicht, das kommt im Herbst wieder raus. Und ich mag den Bösewicht einfach, weil das ist so, er ist halt so eigentlich irgendwie überhaupt nicht böse. Jedenfalls denkt man das die ganze Zeit nicht und hält ihn für eigentlich immer die ganze Zeit für so einen voll netten Kerl. Und hier sagen wir mal, am Ende ist er so ungefähr genau das Gegenteil von allem, was man gedacht hat. Klingt verdammt gut. Und vor allem dieses Cover habe ich schon so oft angestarrt. Das war schön. Ja. Das Sabrina, ist von, bis später. Also nicht da. Ach, ich dachte, ich darf jetzt gehen. Ich habe jetzt ein Buch gefunden. Nein. Und viel Spaß beim Basteln der Geburtstagskarte für deinen Mann. Genau. Also wir können auch was anderes spielen. Alle Zuschauer können auch gerne im Übrigen Buchempfehlungen raushauen oder ihr könnt alternativ ein anderes Spiel vorschlagen. Also wir versuchen hier irgendwie sowas wie literarische Unterhaltung zu liefern, so spontan und vollkommen ungeplant. Genau. Ja, wenn du Kreona im Regal stehen hast, dann liest es. Demnächst kommt der zweite Teil, also es kommt ja im Herbst neu raus und dann wird es den zweiten Band dazu auch bald geben. Und das ist nur ein Zweiteiler. Das ist gut. Das ist schon mal vernünftig. Und das, der Vorteil, wenn man es dann holt, wenn es neu rauskommt, ist ja, dass dann auf jeden Fall die zwei Bände zusammenpassen. Weil wer weiß, ob das schöne Cover bleibt. Ich hoffe. Das Cover bleibt. Ja. So, okay, was schickst du uns denn holen? Welch? Zeigt mir doch mal das Buch mit dem allergenialsten Buchtitel, das ihr im Schrank stehen habt. Oh, die sind aber, das ist unfair, die sind nicht in diesem Zimmer. Ich glaube, ich muss das hier nehmen. Tja. Okay. Das ist geil. Eine Kiste explodierender Mangos. Okay, der ist auch nicht schlecht. Einigen wir uns auf Unentschieden. Ja, ausnahmsweise, weil ich bin so ein bisschen bei Julia, aber ich finde beide gut. Dann, ich überlasse dir auch gerne das Feld. Ich habe ja hier noch ein paar Bücher stehen. An und dann, wir haben ja, ich habe gehört, wir haben Zeit. Ich glaube, wir können sie auch beide. Tamara hat einen Vorschlag, mal sehen. Was sagst du? Titelalphabet wäre doch auch ganz witzig. Jemand fängt mit A an und muss einen Titel nennen, der mit A anfängt. Dann die nächste mit B und so weiter. Falls jemand an einem Buchstaben hängt, dürfen die anderen einspringen. Das ist auch eine schicke Idee. Ja, und man muss nicht aufstehen. Aber, oh Gott. A.
Warte, warte, wir machen noch die beiden Bücher und dann machen wir A. Okay. Okay? Okay. Ja. Also dieses Buch, oder willst du zuerst? Nee. Die explodierenden Mangos, das interessiert mich auch, die kenne ich nämlich noch nicht. Okay, die explodierenden Mangos ist eine Art Satire von Mohammed Hanif, wo es um, im Prinzip, der eine ganz irre Verschwörungstheorie hochzieht, um einen tatsächlich passierten Flugzeugabsturz, bei dem ein Militärdiktator aus Pakistan 1988 zu Tode kam. Und er zieht da eine ganz irre, wahnsinnige, wirre Verschwörungstheorie hoch, wo dann plötzlich drei unterschiedliche Parteien einen Anschlag auf dieses Flugzeug probieren. Es ist ein irres Buch. Es ist ein seltsames Buch, aber es macht irgendwo auch einfach echt Spaß. Das klingt doch wirklich mal eine Verschwörungstheorie und das auch lustig. Ja, und das Schicksal würfelt nicht. Es zinkt die Karten, ist von Holly Lavender. Ist tatsächlich ein Self-Publisher. Zeig mal das im Ganzen bitte, das Cover. Ja, okay. Oh, schön. Hm. Und da geht es um Esgir, einen Engel, der die Schnauze voll von seinem Job hat, weil sein Job ist es, Verstorbene in den Himmel zu begleiten. Bevorzugt Kinder. Und einer seiner Aufträge geht eben mächtig schief, weil er hat keinen Bock. Er will das so 0815 machen und sein Schützling, der pfeift ihm was. Und macht halt alles ganz anders. Und das ist ein wirklich wunderschönes Buch. Ich habe es wirklich genossen, es zu lesen, und ist ein Dreiteiler, und das ist halt der erste Teil davon. Ja, cool. Alleine für den Titel, ganz ehrlich. Solche Titel liebe ich. Hey, hallo Christine. Du hast die News verpasst und du hast das erste Spiel verpasst, oder das zweite, wenn man Mary sucht Drachengegenstände als Spiel mitnehmen. aber die kannst du ja nachgucken später. In jedem Fall spielen wir jetzt ein Spiel, das Tamara vorgeschlagen hat, das heißt Titelalphabet. Und wir müssen dem Alphabet nach jetzt irgendwie Buchtitel finden. Ihr dürft übrigens gerne mitmachen. Darf ich noch schnell meinen Kaffee holen? Ich bin so durst. Na gut. Bitte, bitte. Oh, ich krieg meinen Kaffee gebracht. Wir können einfach... Oh. Danke, mein Herz. Na, siehst du, es ist gar nicht immer schlecht, Kinder zu haben. Manchmal ist es auch ganz praktisch. Stimmt. So, Mary fängt an mit A. Wie spielen wir? Im Uhrzeiger, gegen den Uhrzeiger, mein Uhrzeiger, euer Uhrzeiger? Ich wollte gerade sagen, kommt ja darauf an, ob wir uns alle gleich sehen. Also du bist bei mir oben links und Sabrina ist unten rechts und ich bin unten links. Und Ich fände es ja auch lustig, wenn wir sagen, okay, zum Beispiel, ich fange jetzt an mit A. Dann sage ich eins mit A und dann könnt ihr quasi mitgehen, wie wenn man jetzt so, was ist das, Poker, Skat spielt, ich gehe mit. Wer fällt jedem von euch auch eins mit A ein? Und dann können nämlich auch die Chat-Leute noch mitspielen, weil das ein bisschen länger dauert, sodass die auch alle noch was mit A sich ausdenken können. Und dann ist aber Katha mit B dran als Erste und wir müssen mitgehen, damit jeder mal die Erste im Buchstaben ist. Können wir machen. Okay. Ah. darf ich lösen? Askir. Askir. Ich habe das Kind mit A. Ich ignoriere, dass die Chroniken von davor steht. Habe ich jetzt tatsächlich kein Buch mit A? Ein Buch mit A, Siva? Mir fallen 20 Autoren ein, aber keine Bücher. Ein Buch? Ach doch, ich habe mir gerade erst eins gekauft. Amerikaner. Apfelmus Petronella. Petronella Apfelmus. Oh, Stefanie hat auch eine gute Idee. Chat versus wir. Oh je. Aquila, sagt Tamara. Ja. Tamara? Aljoscha. Welches? Aljoscha. Könnte die liebe Marie noch einmal das Ei zeigen, bitte? Meine Kaffeetransporter.
komm mal her. Guck mal. Mitsamt Drachen. Oh, der sieht aber süß aus. Okay. Und der ist so flauschig. Dankeschön. Ich habe ja gerüchteweise gehört, es wäre im Bereich des Möglichen, dass im Herbst herum noch mehr von denen da schlüpfen. Oh, das ist aber ein schönes Gerücht. Okay. Julia, hast du schon was mit A gesagt oder hast du dich gedrückt? Du bist nämlich eigentlich jetzt. Ich habe Apfelmus Petronella gesagt und dann hat mich meine Tochter ganz nett und freundlich darauf hingewiesen. Nee, das heißt andersrum. Ich muss mich dann tatsächlich drücken, weil mir fällt echt nichts Aschuan, ein. Ja, na klar, Christine, du hast recht. Aschuan. Genau. Und Arkadien erwacht, aha. Steht sogar irgendwo in meinem Schrank. Ja, stimmt. Ich kann sogar drauf gucken. Okay, ich brauche. Also jetzt, wenn ich jetzt richtig sehe im Uhrzeigersinn, wäre jetzt Katar dran. Genau. Mit B jetzt, richtig? Ja, ja. Dann schmeiß ich doch mal Besserland raus. Das war eins meiner Humor-Highlights aus dem letzten Jahr. Jetzt ist Sabrina. Oh, stimmt, Aschandor, die waren auch gut. Ja, dachte ich auch gerade. Und Asterix und Obelix ist auch Obelix, gut. Ja, ne? Ich hab du darfst auch gerne schon mal raushauen. Nee, da eigentlich. Wir hatten uns ja eh nicht an die Reihenfolge gehalten vorhin. Ja. Wenn das so ist, dann habe ich, evangelische Theologin und so. Bible, für alle, die es nicht gedacht haben. Ich hätte bis zum. Ah, ja, die Bis-Reihe. Genau. Auch gut. Oh ja, die Benji, die war auch gut. Mhm. Oh, und hier, Benjamin Spang, Blut gegen Blut. Oh ja. Mit Blut findet sich bestimmt eine ganze Menge. Ja, wenn ich da so rüber gucke. Definitiv. Steht hier auch mal was Praktisches im Regal. Zählen wir eigentlich Artikel als mit D oder zählen wir Sachen ohne Artikel? Ich habe bisher Artikel ignoriert. Dann Blutschule von Max Rode. Von dem Herrn Fitzek-Pseudonym. Das kann ich nicht merken. Es gab auch noch diese schöne Buch ohne Gnade. Mitgezählt. Was? Das war jetzt gemein. Ich habe die Artikel immer brav mitgezählt und dachte mir, ja. Ich dachte, das macht jetzt ein bisschen einfacher, sonst haben wir bei D ganz, ganz viel. Benjamin Blümchen, dein Mann hätte dir weiterhelfen können, Sabrina. Gibt bestimmt auch die Bayer-Bücher, wenn man lange genug sucht. Aber wenn wir. Das ist Bibi Blocksberg. Ja, und wenn wir live gegen Chat spielen, dann kann ja Itchy nicht mit Sabrina im Team spielen. Stimmt. Genau. Ja, es gibt hier noch diese schöne Buch ohne Gnade-Reihe. Ja, genau. Klingt ja böse. Die sind herrlich. So, Sabrina, du darfst das C starten. Kollaps. City of Glass. Oh, verdammt. City of, ne? Cassandra Clare. Fängt ja passenderweise auch mit C an. Darf ich denn das andere City of Glass sagen von wie heißt der Paul Auster? Ich hätte hier noch CSI. Irgendwas mit Spiel am Ende, der Untertitel ist zu klein, kann ich von hier aus nicht lesen. Der Tafel, den gibt es auch noch. Genau. Castle, die Castle-Reihe. Oh ja. Die Chroniken der Seelenwächter ist auch cool. Ja, die Chroniken von Narnia. Die Chroniken von alles. Ja, genau. Alle Chroniken dieser Welt. Oh, Katron, ja, auch sehr guter Punkt. Ja, ich denke, C ist wirklich ganz gut da, ne? Wenn man sich so umschaut. Ein Hoch auf Englisch. Ist echt so. Haben wir irgendeinen C-Titel ohne? Der Karton. Cool. Ein Buch, wo ich schreibe ein Buch mit C am Anfang und hallo.
mit deinem wenig sympathischen Psychopathen. Der ist total toll. Und wer was anderes sagt, der lügt. Ich gucke gerade schon mal, ob ich was mit B finde. Weil das die schummelt. Ja, du bist ja, Julia ist auch dran, ne, mit B. Ja, ich weiß Weil C hätte ich zwar nur... Hoch, D, De Bello Gallico von Gaius Julius Caesar. Der kommt in jeder Folge. Der ist wirklich, oder? Der ist sehr penetrant, der gute Julius. Ja. Der hat uns alle nachhaltig geschädigt, habe ich das Gefühl. Definitiv, definitiv. Das ist jetzt, ich glaube, bestimmt schon länger als 8 Jahre her und ich kann dir immer noch den ersten Satz sagen. Omnia Gallia est divisa in partes res. Ich kann noch einen Satz aus Ovid, aber so einfach mal so aus dem Zusammenhang. Ich kann auch den Anfang der Odyssee auf Altgriechisch. Ich kann einen Satz auf Latein. Ich kann vielleicht noch Alia Jacta Est. Jetzt ist aber mal ja. Das versteht dann gar keiner. Wie wär's denn damit? Andra moi ene pemusa polytropon hos malapolla plankste epeitroies hieron tolietrone perse. Das ist der Anfang der Odyssee. Ich hoffe, wir sind alle dagegen geimpft. Das ist mein Angebersatz. Weiter reicht es bei mir im Altgriechischen auch nicht mehr. Okay, jetzt dann müssen wir dann hau mal raus. Habt ihr alle schon, oder was? Ja. Julia hat angefangen. Verdammt. Also ich weiß ja, dass wir hier so eine Autorin im Chat sitzen haben, die hat der fünfte Magier geschrieben. Aber ich dachte halt, wir lassen die Artikel weg. Deswegen suche ich verzweifelt nach was, wo nicht der Artikel des D ist. Girl hat ein wunderbar ungelesen. Es gibt ja dann noch Dampfnudelblues. Ja, genau. Demon Road, Hölle und Highway. Da war der Chat leider schneller. Oh Mist, ich habe gerade noch ein schönes mit B gefunden. Ja, mir ist auch gerade mit C was noch was eingefallen. Leg nach. Ich habe an Black Dagger denken müssen, dachte so, Mist, warum ist das Dagger hinten? Dagger Black, das ist natürlich auch ein Name. Oder Kuss, Herz und Blut des Dämons. Hallo, warum ist der Dämon immer hinten? Hätte ja auch Dämonenblut, Herz und Kuss sein können. Ich glaube aber, Dämonenblut gibt es. Die dunklen Juwelen von Anne Bishop. Sogar mit Doppel-D. Ja. Selbst wenn wir den Artikel weglassen, zählt es noch. Krasser Scheiß. Aha. Ich fange hier mal ein bisschen zu räumen an. Das ist hier alles noch vom Umzug unsortiert. Ich gucke gerade meine ganzen Agatha Christie-Titel durch, in der Hoffnung, dass irgendwo mal mehr als ein Artikel bei rumkommt. Sollen wir vielleicht mit dem E weitermachen? Ja, sehr gerne. Ja. Dann wärst du dann an der Reihe, liebe Mary? Enyador. Von Mira. Erde und Papier. Oh, jo. Matthias gibt einem ja so Entscheidungsschwierigkeiten. Eregor, Escrenor, Elbenschrifte, die heißen ja alle mit E bei ihm. Also, wenn ihr mit E lesen wollt, lest Matthias Teut. Das ist auch gut so. Ich lese, das ist so eine Monk-Macke, ne? Wenn man so sagen würde, ich lese nur Bücher mit E. Genau, Evermore, hieß das so? Gibt es auch zumindest. Oh ja, Evermore. Drachenkralle? Ja, Erebos, ganz tolles Buch. Ja. Elfenblüte, Erelgold, Emerald. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, wie der Titel auf Deutsch ist, aber ich glaube, endloser Spaß gibt es auch noch. Infinite Jest. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich bin mir nicht sicher. Da wäre es jedenfalls was mit E. Also ich könnte jetzt schummeln und die verschiedenen Bücher der Bibel nehmen, zum Beispiel das Buch Esra. Nee. So lange die Gesamtausgabe genommen, das reicht. Ich habe da schon Enyador genannt, ich bin eh raus. Aber jetzt ist F dran.
F. Ich habe hier ein schönes Franziska linke Hand stehen, aber ich gebe zu, an dem bin ich bisher auch gescheitert. Das ist ein bisschen sperrig. Ein bisschen sehr sperrig. Also ich hätte Faunblut im Angebot. Oh, stimmt. Hm. Ich hätte die Farben der Zeit von Lilith, ja. Korn. Fahrenheit 9/11. Ja. Cool. Oh. Hm, haben wir sonst noch was? Hm. Ich habe jede Menge mit M und mit K und mit S. Kommt ja noch. Uns hier zuzugucken, wie wir uns alle ständig wegdrehen. Oh, Christine, meine persönliche Challenge, nur SP-Bücher. Oh. Das Fiese ist, hinter mir steht nur ein knappes Drittel meiner Bücher. Und deswegen kann ich nicht so spicken wie die anderen. Wenn es dich tröstet, ich kann, ein Drittel steht im Keller und hier drin kann ich nur von der Hälfte der Sachen wegen der Entfernung die Titel lesen. Kann ich die auch nicht alle lesen. Bei mir steht die untersten beiden Bretter sind zu, weil davor steht das Werbematerial für Leipzig und da sehe ich auch nichts. Also von daher. Ja, ja. Ne? Und das Regal, da ist komplett Fachbuch. Also ich kann bei denen, hätte ich noch Duden nennen können. Naja, ja. Ist ein Buch. So, E, F, G. Gegen die Träume. Hm. Grundkurs Altes Testament, nein, okay. Grundkurs habe ich auch eine ganze Menge stehen. Ich hatte doch ein schönes mit G. Verdammt, wo ist das jetzt? Mein Gehirn hat noch ungefähr 3% der Leistung, weil ich habe mich rumgedreht und dachte, ich muss ja nicht mehr gucken. Ich weiß den Titel ja. Aha. Nö. Der goldene Handschuh. Ach verdammt, ich wollte bei F noch die Flüsse von London sagen, ich trottel. Ja, jetzt hast du nachgeschoben. Ja, deswegen mache ich das jetzt so. Keine Ahnung. Also im Chat läuft es schon ganz gut, ne? Ja. Mhm. Ach verdammt, die haben ja so viele mit G. Götterdämmerung. Göttlich hier, die Göttlich-Trilogie. Wo ich da die ganzen Götter sehe. Danke für die Inspiration, Andrea. Die Götter hat es gebraucht. Oh, Goldmarkt, ja. Stirbt nicht. Na toll. Ja. The Great Gatsby. Ah, ja, das ist auch eine gute Idee. Ich komme über meinen Grundkurs Altes Testament irgendwie nicht hinaus. Das ist ein Buch. Das war mal großzügig. Oh, Good Omens. Ey, Tamara, wie konnte ich das vergessen? Das frage ich mich auch. Tja. The Green Mile. Ist ja auch für mich so ein Standardding. Oh, ja. Greifenberger ist, glaube ich, SP, oder? Ich glaube, ja, Christine. Die Greifenberger? Nee. Ich kenne vielleicht eine andere als du, keine Ahnung. Richtig. Ah, ich habe eins mit G, das Grimoire, steht ganz vorne. Ja. Oh, ich habe noch das Grimatorium. Großartig, lest es alle. Grimmchronik. Ja. Das Grimoire ist übrigens auch ein Self-Publisher-Titel. Hm. Grimms Hausmärchen. Oh. Wo wir schon mal mit den Grimms angefangen haben. Genau. Mary, ich habe keine Ahnung, wie du das nur vergessen hast. Ich weiß es echt nicht. Ich bin schockiert. Good Omens, hallo. Ich liebe Good Omens. Enttäuscht von dir. Wahrscheinlich ist Good Omens so tief in meinem Herzen, dass ich es jetzt einfach so schnell nicht rausholen konnte. Warum ist uns eigentlich bei All American Gods nicht eingefallen? Ja. Ich glaube, wir üben das nochmal. Ah, Sternsand, okay. So, wäre ich dann mit H dran? Ja. Ich würde dann Houston Hall nehmen. Ja, verdammt, das wollte ich nehmen. Ah. Mary. Oh, ich mache mir das jetzt voll einfach und nehme Harry Potter. Ich nehme Holmes und ich. Holmes und ich ist ganz cool, da gibt es jetzt zwei Teile davon.
Sherlock Holmes und, beziehungsweise nicht Sherlock, sondern Charlene, glaube ich, Holmes. Das spielt in der heutigen Zeit und das sind zwei Teenies auf einer Schule, auf einer Highschool. Und es sind sie, also Sherlock ist eine sie und Watson ist ein er. Und das geht davon aus, dass es sowohl die Familie Holmes als auch die Familie Watson wirklich gab. Und dass Sir Arthur Conan Doyle nur irgendwie so eine Art Ghostwriter für die Biografie war. Und dass das so die Nachkommen sind und die dann auch zusammen mit Kriminalfällen verwickelt werden und genau den gleichen verkorksten Charakter haben wie ihre Vorgänger. Macht echt Spaß. Das klingt cool. Schiebt mir noch einen Fantasy-Klassiker nach, Die Herrin von Avalon von Marion Zimmer Bradley. Oh. Ja. Schön, dass wir das eigentlich sind. Das habe ich keine Ahnung. Herr der Ringe. Oh, ja, stimmt. Das war zu naheliegend. Das ist genau. Der Hund von Baskerville. Ja. Ach Mann. Ich bin mir sicher, es gibt noch ein Dutzend Agatha Christie-Titel auch, die mit H sind. Aber, tja. Finden, wenn man sie braucht. Ich bin so schlecht in sowas. So Buchtitel auf Kommando. Ja, ich auch. Es gibt garantiert auch noch 10 Millionen Titel mit Herz am Anfang. Ja, Herz des Dämons. Erinnert euch an mein D? Ich kann nicht mehr sitzen. Herr der Ringe. Ja, ja. Einfach. Frage, genau. So, Frau Kronos, Sie wären dann mit... Schon wieder ich? Ja. Ja. Ich bin dann mal weg. Ey, das war ich doch nicht. Sorry. Indigo und Jade. Ich, der Roboter. Asimov. Ja. Ich hab's halt irgendwie mit den Klassikern, fällt mir auf. Ja. Ich stehe hier irgendwie erstaunlich oft vorne dran. Kommt halt drauf an, wie man seine Regale so sortiert, ne? Ja gut, mein Regal ist auch vom Umzug sortiert nach dem Prinzip, Hauptsache es passt erstmal alles rein. Meins ist tatsächlich auch nach Platz sortiert. Meins ist nur so, also dieses Regal ist Fachbuch, dieses Regal ist halb Fachbuch und halb alles, was noch irgendwo hin musste. Dieses Regal ist zu zwei Drittel Krimi und unten noch ein bisschen Fachbuch. Und das da hinten ist Fantasy. Mit letzter Reihe ist so Kinderbücher und was einfach so hoch war und groß, dass es in ein anderes Regalfach musste. In 80 Tagen um die Welt möchte ich noch nachlegen. Ja. Der ist gut. Dabei habe ich hier oben doch noch Jules Verne stehen. Aber ein Sammelband. Das wird dann alle Jules Verne. Ach so. Moment, ich habe da jede Menge Sammelbänder. Stimmt, ja, ich hab ganz viele mit G stehen. Gesammelte Werke. Gesammelte Werke. Die Ilias. Haus der Vampire habe ich bei H noch vergessen. Wir haben die Ilias ganz vergessen, fast bei I. Haben wir alles? Alle, wir haben alle Titel. Sabrina, hattest du auch was? Nee, aber mir fällt doch nichts ein. Christine, wieso? Wer schummelt? Niemand. Niemand hat die Absicht, hier zu schummeln. Man müsste jetzt das eigentlich so Quizshow-mäßig, immer wenn eine von uns zu was nicht weiß, dann so oben in der Ecke vom Bildschirm jeweils so ein X machen. Und wenn einer drei X zusammen hat, dann fliegt er. Da muss er Kaffee also das heißt, kaffee mal kurz. Also das heißt, wer drei X hat, darf schlafen gehen, ja? Voll der geile Deal. Nee. So einfach machen wir es hier nicht. Wer die drei X hat, muss nachsitzen. Also, weiter im Text. J. Bei Cutter. Oh Gott, ich bin noch nach vorne. Ach, guck.
da steht sogar noch ein Titel mit I, aber ich kann ihn nicht lesen. Und ich will nicht das Zimmer laufen. Ich hatte irgendwas. Was hast du? Irgendwas hatte ich gerade eben. Also ich hätte Judas-Gift. Ich habe hier wieder 10.000 Autoren mit, ja, die helfen mir noch nicht. Ich hätte Just Another Year. Der Ja-Sager oder so. War das auch ein Buch? Genau, gab es auch ein Buch? Gab es ein Buch? Hey, hier kommen lauter schöne Dinge, aber nichts mit J. Es gibt doch bestimmt irgendwas, Jahreszeiten, Jahreswechsel, irgendwas gibt es doch so bestimmt. Irgendwie gibt es doch bestimmt irgendwo ein Buch, das so heißt. Es gibt ganze und halbe Jahre. Aber da ist noch was davor halt. Ja. Die Juden. Bringst mich auf eine Idee? Ach scheiße, das heißt anders. Wäre auch so einfach gewesen. Ich habe nämlich ein sehr schönes, dickes, wunderschön geschriebenes Buch über jüdische Geschichte. Das heißt aber, der Wind trägt die Worte. Dumm gelaufen. Julia und ein Klassiker. So kann man es natürlich auch lösen, ne? Ich hatte ja eins. Das war jetzt, fiel mir nur so ein. Hätte man auch. Was haben wir hier? Unsterbliche Jäger von Lara Lorenz, Jägerin der Nacht. Ich bin Jägerin der Nacht. Ey, wir spielen gegen den Chat. Du darfst dich nicht einfach im Chat bedienen. Ach so, das war aus dem Chat. Ja. Ich bin immer noch am Suchen. Die Jesus-Verschwörung. Das Jesus-Video. Ja. Ja. Vielleicht sogar das, ich weiß es nicht. Vielleicht war es sogar das. Es gibt bestimmt beides. Naja, wollen wir das Rotkäppchen-Verschwörung. Wollen wir das jetzt eigentlich wirklich bis Z durchziehen? Ich frage nochmal zwischendurch. Ich hätte dann noch eine kleine andere Sache. Ja. Ich muss allerdings nochmal aufstehen. Und okay. Ihr holt bitte jeder das dritte Buch aus dem dritten Brett von unten. Von welchem Regal? Von links oder rechts? Von links, von links. Das dritte Buch aus vom dritten Brett von unten. Von links. Genau. Oh Gott. Ja, super. 1, 2, 3, na toll. Du hast mein Lagerregal mit meinem Lesungsbuch. Jetzt legt ihr bitte mal alle die Seite 46 auf. Das habe ich selber noch nicht gelesen, ich bin jetzt in Band 1. Und dann möchte ich von jedem von euch den dritten Absatz hören. Ich hab ihn. Soll ich anfangen? Fang an. Abermals hatte mich sein plötzliches Erscheinen mehr als überrascht. Ich hatte ihn überhaupt nicht kommen hören. Wie konnte sich jemand so verdammt lautlos bewegen? Insbesondere jemand von seiner Größe. Und ja, er trug ein T-Shirt. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihm dafür dankbar oder enttäuscht sein sollte. Abgesehen von dem, was er gewöhnlich so von sich gab, war er immer noch zum Dahinschmelzen. Ich riss mich zusammen und bereitete mich auf die unvermeidliche verbale Ohrfeige vor. Soll ich, Sabrina, willst du? Mach ruhig. Den größten Teil ihrer Titelseite beanspruchte das riesige Schwarz-Weiß-Foto eines Mannes mit einer üppigen Löwenmähne und einem ziemlich zerfurchten Gesicht. Das Bild bewegte sich. Der Mann winkte zur Decke. Aber hier überall Kerle. Überall Kerle. Aber guck mal, Sabrina, Andrea hat unter pinken Sternen da stehen. Ja. Schön. Ja, fragte ich gedehnt. Wenn das schon so losging, war es auf keinen Fall ein freudiger Anlass. Kommen Sie endlich in die Gänge. Ich habe heute noch mehr zu tun. Und Sie ganz sicher auch. Aber ich fand, das waren interessanterweise echt coole Absätze so zum Einzelnen vorlesen. Ja. Ja. Katha, aber jetzt müsstest du eigentlich auch von unten, ja. Das ist ja gut.
Das Problem ist, das Regal, was hier links neben mir steht, ist ein reines Sachbuchregal. Möchtet ihr dann das oder soll ich lieber zum anderen? Dann nehmt doch das Rechte. Dann nehmt ihr einfach auf die andere Seite. Dann nehmt einfach das von mir aus, Linke. Genau. So. Da haben wir eine Anthologie. Seite 46, hatte ich gesagt, ne? Ja. Ach, ui, das wird jetzt interessant. Das ist tatsächlich gar nicht in dem Sinne eine Anthologie. Das ist eine... so eine Art Sammlung, Sehnsuchtsorte, wohin Schriftsteller uns entführen. Hm. Auf Seite 46 haben wir einen einzigen Eintrag. Corunna Downs Farm, fragten die Klassenkameraden in Perth, woher die Familie von Sally Morgan stammte. Dann antwortete sie, aus Indien. Denn das behauptete ihre Mutter. Die Morgans waren dunkelhäutiger als die weißen Australier, was in den 60er Jahren erklärungsbedürftig war. Als der Bruder ihrer Großmutter mit seiner Familie zu Besuch kam, wunderte sich Sally, dass niemand Indisch, sondern alle Englisch sprachen. Mit 15 fiel ihr plötzlich auf, dass ihre Großmutter schwarz war. Immer noch beharrte die Mutter darauf, dass die Großmutter sei mit dem Schiff aus Indien gekommen. Erst als sie schon 21 war, gab ihre Mutter zu, dass sie von australischen Ureinwohnern abstammten. Aber noch immer wurde die Familiengeschichte verschwiegen. Sallys Mutter wusste nicht, wer ihr Vater war, nur, dass er weiß war. Die Großmutter redete nicht über ihre Vergangenheit, aber irgendwann gegen Ende der 60er Jahre begann sie, sich mit schwarzen Amerikanern, Afrikanern und Südasiaten zu identifizieren, die sie im Fernsehen sah, und von unseren Leuten zu reden. Sally Morgan machte sich auf die Suche nach ihrer Geschichte und ihrer Identität. Der Bruder der Großmutter erzählte von seiner Kindheit auf der Schaffarm Corunna Downs im Nordwesten Australiens. Dort lebte der Clan ihrer Großmutter. Als Kinder suchten sie nach Eidechsen, während ihr Onkel Regen machte. Sally Morgan fuhr mit Ehemann, Kindern und Mutter nach Corunna Downs, um die bisher tabuisierte Geschichte ihrer Familie auszugraben. Tatsächlich stieß die immer weißer gewordene Familie nun auf ihre schwarzen Verwandten, die die verloren geglaubten begeistert in die Arme schlossen. Sally Morgan hat nun eine große Familie und eine Geschichte, die sie in »Ich hörte den Vogel rufen« erzählt. So, so. Und wir verabschieden uns direkt noch mal kurz laut von Christine. Schön, dass du dabei warst und mitgespielt hast. Ja, und bei unserer Aftershow-Party dabei warst. Hör auf jeden Fall noch unsere Nachrichten. Es könnte sich für dich ja lohnen. Ja. Vielleicht. Das ist übrigens der Aufruf an alle, also jeder, der sich jetzt verdünnisiert, hat wenigstens noch die 5 Minuten übrig, in unsere Nachrichten reinzuhören. Denn da sind, aber mindestens. Da sind wirklich interessante Informationen drin, die sollte niemand verpassen. Wobei das ja eigentlich ein mieser Cliffhanger war, will ich dir nur mal gesagt haben. Ne? Also euch beiden hier, das war ja... Für was sind wir denn Autoren geworden, ja? Damit wir sowas dürfen? Das ist mir doch egal. Ist mir so egal. Es war trotzdem ein mieser Cliffhanger. Nein, ist uns auch egal, dass es ein mieser Cliffhanger ist. Andrea, war schön, dass du dabei warst. Hab einen schönen Abend. Tschüss. Ist jetzt die Aufbruchstimmung? Sieht irgendwie so aus, ne? Ja, es ist ja auch schon 9:30. Eieieiei. Spoiler, sie erzählen... dass sie nicht alles erzählen. Sie erzählen aber trotzdem etwas. Genau, ein bisschen erzählen sie, ja. Ein klitzeklein Teaser. Ein muss erst reichen. Die Stefanie war ja auch dabei. Und ein Name. Die Nachrichten auch gesehen. Genau. Einen Namen gibt es immerhin. Und zu dem anderen Projekt haben wir sogar schon ein bisschen mehr gesagt. Darf's ab. Bissal mehr sein. Itchy, du bist noch da. Ja, super. Komm halt rein ins Bild. Da, nein, da. Da. Ich habe hier noch so links und rechts. Ich kann da auch noch einen Sohn auch noch auf eine Seite stellen, ne? Genau. Oh ja, so zwei Türsteher. Du kommst hier nicht rein. Ja, die könnte ich dann so dahinter stellen. Meine Assoziation. Genau so. Rechts und links, ne? Was, Katha? Meine Assoziation war jetzt eher so Familienporträt, noch so schön in Ölfarbe. Einer links, einer rechts. Genau. Die Hand auf der Schulter der Mutter. Ach, ja. Ganz und gar für, das ganz und gar für Nehmerhaus Black. Ja, so.
Ich habe ja auch noch einen anderen Cliffhanger losgelassen, ne? Mit dem, was ich, an dem ich jetzt da seit meinem Geburtstag bastel, seit über zwei Wochen. Drei Wochen jetzt schon. Ja, drei Wochen, doch. Mhm. Wo ist eigentlich die Zeit hin, Mensch, Mädels? Oh, so unfassbar. Ich fühle mich im Keller ganz wohl. An der Oberfläche ist es warm. Ich habe gehört, Kellerasseln mögen es dunkel und kühl. Ach so, verstehe. Mhm. Weil er hat sich ja vorgestellt, dass er die Kellerassel ist. Ja, ja, ich weiß. Tipp. Nicht nur da. Hey Itchy, du hast noch so ein schönes Sofa im Garten stehen aktuell. Das ist bestimmt auch schön kühl. Und im Moment auch dunkel. Und für so Ungeziefer genau richtig, jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen siffig. Mary! Ja, er hat doch gesagt, er ist eine Kellerassel. Um genau zu sein, hat das Sabrina gesagt. Nein, nein. Das gibt es ja nun schon länger als heute. Ich wette, Sabrina hat nur zitiert, ganz unschuldig. Wahrscheinlich, also. Also mal ganz, also vor 6 Wochen hattest du mal damit angefangen, Mary, das aus Spaß zu sagen und das hat sich irgendwie gehalten. Siehst du, dann, am Schluss bist du schuld. Da oben, die ist schuld. Da. Wer hat diese Frau gesehen? Sie ist schuld. Sie möchte nicht erkannt werden, sie hat einen schwarzen Drachen vorm Gesicht. Der Zensurdrache. Der Zensur, das ist auch ein schöner Titel, oder? Ja. Der Zensurdrache. Ist auch viel stylischer als diese hässlichen schwarzen Balken. Ja, guck mal, ne? Wenn du da wenn, so jetzt von hässlichen schwarzen Balken nimmst, ist es nicht so schön wie so ein Zensurdrachen. Ich sag mal so, sollten wir irgendwann mal Interviews machen mit Leuten, die nicht erkannt werden wollen, aber im Video, dann können wir ja immer einen Zensurdrachen aufs Gesicht halten. Wäre höchst interessant. Die eine hat einen Drachen auf der Schulter. Oder so wie bei Alien, weißt du, so, so eine Drachenmaske. The Masked Drache. The Masked Interviewer. Ja, kennt ihr das lustige Format hier von Anna Diaries und Moment, wie heißt dieser weiße Hase, der mitspielt? Ich weiß es nicht. Die spielen jedenfalls so ein The Masked Book Person Spiel auf Instagram. Da muss man raten, wer sich dahinter den ganzen Masken versteckt. Die sehen ziemlich schräg aus. Ja. Die Steffi möchte auch einen, die Stefanie möchte auch einen Zensurdrachen haben. Dann musst du dich an die Dragon Fairies wenden. Die bauen dir bestimmt einen. Damit kann man ja noch so eine Binde hinten dran machen, damit man den sich so um die Stirn wickeln kann. Ich schon, das ist der neue Trend 2020. Der ja. Zensurdrache und das heißt, der Maskendrache. Genau. Oh, das wäre eigentlich cool, hier so eine Drachenmaske, oder? Hier so zwei Flügel, die so hintergehen. Jetzt das wäre doch jetzt eigentlich, nachdem wir alle ja, Masken tragen sollen, so die Idee, wie die Dragon Fairies stylisch Geld verdienen könnten. Also, Annette und Marco, ich glaube, ihr seid gerade nicht dabei, wenn, ausnahmsweise seid ihr mal nicht dabei, wenn wir live sind. Wenn ihr dieses Video nachguckt, wir hätten gerne genähte Drachenmasken, die hier ja. So hier vorne so einen Drachenkopf haben und hier hinten zu so Flügeln genau. Oder großen Hörnern so rausgehen. Ja, hier genau. So ein Riesenhörner, egal. Das wäre doch geil. Denkt euch doch bitte einfach was aus und sagt genau, uns, wir kaufen es dann wie die Bekloppten. Genau, wir brauchen einmal, also wir brauchen Erwachsene- und Kindergrößen. Auf jeden Fall. Und was brauchen wir noch? Erwachsene Kindergröße? Die Mädchen- und Jungs-Version? Nee, nicht so klischeehaft. Ja, einer in Schwarz-Rot und einer in Rot-Schwarz. Einfach in sämtlichen Farben und Formen, die es so gibt und mit Flügeln und mit Hörnern und mit Schuppen und tobt euch aus. Ich muss euch mal kurz auf Harry Potter stellen, mein Laptop wird heiß. Frechheit. Ja. Ja, siehst du, Steffi will auch. Steffi will gleich ein ganzes Familienset. Dragon ja, Fairies, wir haben da eine Marktlücke für euch entdeckt. Dunkellila wäre auch schön. Ja. Also wir haben hier schon erste Bestellungen. Ja. Ich würde sagen, das wäre jetzt wirklich ein Konzept für euch.
jetzt, wenn wir dann offline gehen, werde ich wahrscheinlich den Dragon Fairies den Hinweis geben, sie sollen sich dieses Live-Video angucken und dann sehen sie uns eine Stunde dumm rumlabern, um dann in den letzten 2-3 Minuten den Geschäftshinweis schlecht hinzuhalten. Müssen wir in den Beschreibungstext, ne? Musst du da nochmal reinschreiben, explizit mit neuer Geschäftsidee für Dracheneltern und... Aber ich finde, das hat auch sowas von einem richtig schönen Erzählbogen gerade, oder? Wir haben mit den Drachen angefangen von den Dragon Fairies und wir hören jetzt mit einem neuen Drachenkonzept für die Dragon Fairies auf. Ja, wie aus dem Lehrbuch. Hm. Wie aus dem Lehrbuch. Und so ist es. Und für alle, die uns jetzt immer noch zuschauen oder uns nachschauen, es ist immer so, wir quatschen eigentlich über irgendwas und am Ende kommt irgendein Konzept raus, was nicht werden muss. Es ist immer so. Auch die zwei Dinge, die wir in den Fakrigo-Nachrichten genannt haben, oh ja, sind auf diese Weise entstanden. Ich habe da ja auch noch so eine Sitzung vor mir. Die wollte ich dich, zum Glück habe ich es nicht gemacht, weil ich wäre nämlich heute nicht dazu gekommen. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass ich es überhaupt schaffe, hier in die Sendung reinzukommen. Das ist ja so, wenn so ein Jahr schon so anfängt, wie dieses Jahr angefangen hat, so die ersten 3 Monate, ne, dann geht das natürlich so weiter. Und heute ist wieder so ein Tag. So ein Tag. Und dann, wenn man dann so seine Pflichten erfüllt, ne, und so den Krankenhauskoffer packt und den dann ins Krankenhaus bringt und dann eine Stunde vorm Krankenhaus steht, am Zelt, weil man muss ja warten, man darf ja nicht mehr rein den Koffer abgeben. Dann ist das ein klassischer Sonntag 2020. Aber ein Finger zeigt jetzt auf dich. Warte, so. Ja, der. Sabrina? Der Finger zeigt auf dich. Wir müssen uns auf jeden Fall, ich habe das nicht vergessen. Machen wir noch. So. Nachdem wir jetzt alle Klarheiten beseitigt haben und sich jetzt jeder fragt, was rauchen die eigentlich, ist das doch jetzt eigentlich ein guter Punkt, um zu sagen, müssen wir noch irgendwas, haben wir noch irgendwas, was wir jetzt raushauen, womit keiner rechnet, wir selbst am wenigsten? Und warum sollten wir das dann vorher wissen? Wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Also ich kann dir, Julia, jedenfalls schon sagen, dass das Ganze inzwischen noch ein bisschen weiter eskaliert ist, weil Mary und ich uns mal drüber zwischendurch unterhalten haben. Über dieses andere Projekt, von dem jetzt auch noch niemand was weiß. Ich suche gerade meine Beruhigungstabletten. Liebe Zuschauer, überlegt euch eine Sache. Wie oft diese beiden Mädels hier für Fakrigo online und für Fakrigo telefonieren und dann überlegt, was das bedeutet, was danach alles auf euch zukommt und dann freut euch. Also wir haben, ich sag mal, 7 bis 8 Pläne, von denen ihr 2 schon kennt, 8 Pläne, von denen ihr 2 schon kennt, 2 heute Abend angeteasert bekommen habt und von denen mindestens 3 weitere akut schon in der Planung sind. Ah, und die Stefanie war so nett und hat Dragon Fairies Glücksdrachen schon markiert im Chat. Ja, sehr gut. Und möchte gerne wissen, was wir nächste Woche Sonntag um 20 Uhr machen. Das ist eine berechtigte Frage. Zur Abwechslung meiner Familie mal pünktlich Essen auf den Tisch stellen? Aber nichtsdestotrotz werden wir regelmäßig für euch Nachrichten haben. Und zumindest ein regelmäßiges, immer wieder freitags kommt Impressum. Immerhin das haben wir. Also ihr könnt euch weiter darauf freuen, dass wir immer freitags um 11 Impressum mit euch machen. Und uns ist auch aufgefallen, wir haben vergessen, meine Coverarbeit zu zeigen. Mach das doch jetzt. Nee, weil ich das jetzt raussuchen muss aus Photoshop. Ich habe es noch nicht mal ausgespeichert und muss es dann hier einfliegen und dann fliegt Sabrina wieder raus oder sowas. Ich mache hier nichts, dass wir nicht offline gehen. Ich bin gerade froh, dass wir uns alle hören und sehen. Aber das kommt dann im nächsten Impressum wieder. Unsere Ideen schon mal langweilig. Ich freue mich nächste Woche am Sonntag, weil dann fängt nämlich mein Urlaub an.
Dann muss ich mich wohl noch beeilen, die 5 Livery Plots in Geschichten zu verwandeln. Ja. Macht ihr den Impressumstalk nach der Quarantäne vielleicht nachmittags, wenn so Menschen wie ich wieder arbeiten? Ja, natürlich. Also wenn die Quarantäne vorbei sein sollte und wir immer noch Themen haben, dann suchen wir uns eine bessere oder andere angemessene Sendezeit. Also da macht euch mal keine Gedanken. Hast du gerade gesagt, wenn wir dann immer noch Themen haben? Naja. Hab ich da gerade verhört, oder? Naja, bei Impressum ist es so, dass wir schon für 10, 11 Wochen Ideen haben. Ich wollte nur, weil eigentlich waren das nur eine oder zwei Folgen, die ihr da machen wolltet, ne? Drei. Drei. Aber ja, wir hatten ja jetzt schon die vierte. Deshalb, also. Und 6, 7 gehen mindestens noch. Oder? Genau. Ach so, genau. Und den unsere Fakri-Runus, die haben wir gesagt, machen wir ja auch, aber nur noch einmal im Monat. Genau, da muss ich immer ein bisschen dann mehr ansammeln, damit es sich lohnt. Und damit wir auch nochmal einen Sonntagabend haben, an dem wir nicht live sind, sondern vielleicht so ein bisschen mit der Familie was machen können. Stefanie hat es verstanden, Ideen gehen euch nie aus, da mache ich mir keine Sorgen. Genau, und im Übrigen gilt für Impressum auch die Regel, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer was interessiert, gerne einfach uns eine Nachricht schicken und dann nehmen wir das in unsere Themenliste mit auf. Habt ihr denn da spezielle Themen, die ihr da haben wollt, oder habt ihr da, ist das egal welche? Naja, Impressum ist im Prinzip der Talk, heißt ja der Talk zwischen den Buchseiten, und es geht da um all das, was mit dem Herstellen eines Buches und Veröffentlichen eines Buches zu tun hat und was man vielleicht nicht auf dem ersten Blick auf dem Schirm hat oder all die vielen Dienstleistungen, die es da drumherum her so geben könnte. Auch Marketingoptionen, so, verschiedene Arten zu veröffentlichen, all das kann dann im Buch aufkommen. 5 Millionen Dinge, die man beachten muss, bevor das Ding irgendwie dann irgendwann mal so aussieht. Genau, so in die Richtung. Ja. Also wir machen wir uns also um die Themen keine Gedanken. Also wir haben in der ersten Sendung darüber gesprochen, wie man überhaupt so seinen Dienstleister im jeweiligen Bereich findet. In der zweiten Sendung haben wir darüber gesprochen, wie teuer das so ist und wie die Preise dafür so zustande kommen, was da so an Eisberg unter der Spitze noch steckt, was man nicht so sieht, weshalb man sich vielleicht manchmal wundert. In der dritten Sendung haben wir ein Cover zu einer fiktiven Geschichte gefreestyled live. Und letztes Mal haben wir dann Lektorats Do's and Don'ts durchgenommen. Und das war auch sehr spannend. Und nächstes Mal, was wollten wir nächstes Mal machen? Korrektorat oder erstmal wieder was Grafisches, damit wir nicht so viel... Wir hatten doch gesagt, wir machen Autorenfotos. Ah, Autorenfotos. Auch wenn ich gerade keine machen kann, aber für die Zukunft. Oder Crowdfunding, auch eine interessante Idee. Reden. Illustration können wir auch sehr gerne reden. Mhm. Das ist auch ein bisschen näher an dem Cover noch. Ja, ja, dann machen wir erstmal Illus und danach Korrektorat und solche schönen Sachen. Mhm. Und dann haben wir noch die Fotos und dann haben wir Übersetzung und ihr merkt, Schreibcoaching und genau. Ja. Und dann verschiedene Werbeaktionen und sowas. Zum Beispiel hat Steffi auch gerade noch Crowdfunding eingeworfen. Genau. Und Barbara, jetzt schreibt sie, endlich sehe und höre ich. Und das, wo wir jetzt knapp 80 Minuten senden und jetzt langsam mal offline gehen. Jetzt müssen wir für Barbara noch ein bisschen bleiben. Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Weil ich wollte euch noch meinen Drachen... Nein. Also, wie war das mit den Büchern mit A? Oh ja, Buchtitel. Buchtitel, finde ich, ist eigentlich auch eine unheimlich spannende Sache. Wie finde ich den richtigen Titel für mein Buch? Ah, sehr schön. Buchtitel und Crowdfunding. Mädels, schreibt einer von euch mit? Nö, du. Wie immer soll ich mitschreiben. Ja, ja, ja. Fräulein zum Diktat. Fräulein zum Diktat. Dafür brauche ich einen Kugelschreiber. Oh nein, ich habe einen Füller. Ich wette, der ist wieder ausgenommen. Ich hätte nur einen Füller im Angebot. So, also wir haben hier Crowdfunding. Und Barbara schreibt, ja, sie sieht uns an. Oh nein, wir hören gleich auf. Diesen Chat kann man sehr gut nachvollziehen. Aber das ist doch ganz einfach, Barbara. Frag uns Sachen. Genau. Wenn du das Gespräch am Laufen hältst mit uns, gar kein Problem, dann bleiben wir auch. Tatsächlich. Ach, Mädels, seid vorsichtig mit dem, was ihr euch wünscht und versprecht.
Ich möchte anmerken, es sind Minderjährige im Raum. Nicht im Bild, aber im Raum. Aber vielleicht kommen ja noch weitere Impressumsideen. Also ja. Werbekampagnen, Events hatten wir auch noch mit auf dem Plan. Total abwegig bei so Fakriro-Nerds. Natürlich auch, welche Goodies passen zu mir, zu meinem Buch, zu dem, was ich machen möchte. Social Media, Buchblogger kommen hier gerade noch von Steffi. Lesungen. Wir hatten auch Lesetrainings. Lesen, aber wie? Wir hatten auch schon Hörbücher in den Raum geschmissen, dass wir da auch nochmal drüber reden wollten. Genau. Genau. Also ich würde sagen, wir kommen schon mal über den Sommer. Upsi. Lesung vorbereiten, genau. Also irgendwas stimmte mit meinem Füller nicht. Moment, warum drehe ich das jetzt, damit ihr das seht? Wir sehen das. Kann jetzt Fingerabdrücke machen. Werbung ohne aufdringlich sein. Oh ja. Ja, das ist ein schönes Thema. Ja. Wie gestalte ich Seiteneinladungen richtig? Genau. Ich verschicke keine 5000 Freundschaftsanfragen und direkt nach Annahme die Seiten-Like-Anfrage. Das wäre so ein Anfang. Ich akzeptiere, wenn Leute meine Seite nicht liken und hake nicht 100.000 Mal nach und schicke nochmal eine und nochmal eine. Ja, ist auch nicht schlecht, genau. Erinnerung. Hat dich eingeladen, seine Seite zu liken. Ungefähr einmal im Jahr komme ich auf die Idee, dass ich ja meinen Freunden mal sagen könnte, dass ich eine Facebook-Seite habe. Und dann gucke ich immer mal, wen könnte ich denn da einladen? Und klicke bei ein paar Leuten gezielt, die es interessieren könnte, auf den Einladen-Link. Also ich habe tatsächlich, ich glaube, seit ich in Facebook bin, und ich bin schon sehr lange in Facebook, 3 Seiten zum Liken eingeladen. Das war die Livery-Seite, das war die Lovery-Seite, weil, ne, da haben wir einfach den Push gebraucht. Und einmal bei einer befreundeten Autorin, weil die einen ganz blöden Start hatte und ich finde, dass man die einfach unterstützen kann. Aber ansonsten, und da waren es, also nie alle, sondern immer nur Leute, wo ich dachte, nee, bei Livery, stimmt nicht, bei Livery und Lovery habe ich tatsächlich mal auf alle einladen geklickt, weil ich dachte, ne? Einmal retour, es muss ja keiner liken, aber ansonsten und ich bin seit 2008 bei Facebook, also ja, schon eine Zeit lang. Ich bin, glaube ich, seit 2011 da. 2,8, 2,9, so irgendwas in dem Dreh. Also, ja. Übrigens, nette kleine Facebook-Anekdote meinerseits. Wenn ihr mein privates Facebook-Profil Mary Kronos ohne irgendwas dahinter aufruft, also privat, im Übrigen, ihr müsst mir keine Freundschaftseinfragen schicken. Ich poste grundsätzlich nur öffentlich, was nicht in Facebook öffentlich sein soll. Das muss ich auch nicht in Facebook posten. Kleiner Tipp am Rande. Jedenfalls, wenn ihr da in die URL guckt, werdet ihr feststellen, dass ich gar nicht Mary Kronos bin, sondern Magnus Kronos. Ja, das ist mir, oh ja, wie viel an Story hängen wie Klosar und Karten, Figurenlisten. Ja, so, genau, wie viel an die Story einfach rangehängt wird. Klosar und Namensverzeichnis und Aussprachen von Sprachen und Ähnlichem. Bei wem fährt gerade ein Krankenwagen vorbei? Ich bin's. mal sehen, wann er bei mir angekommen ist. Ja, das ist auch ein interessantes Thema. Hab mitgeschrieben. Ja. Wenn ich ein Buch schreibe, das im nicht englischsprachigen sprachigen Ausland spielt, schreibe, nehme ich diese Sprache auf oder lasse ich es sein? Und wenn ja, wie viel? Und was mache ich damit? Das ist nämlich tatsächlich, habe ich festgestellt, eine Gratwanderung, weil Japan, eins meiner Bücher, nee, 4 meiner Bücher spielen in Japan. Genau, kulturelle Recherche. Überhaupt Recherche? Recherche, genau. Nee, aber generell. Aber Recherche können wir nicht in Impresso machen, ne, Sabrina?
Für Recherche haben wir andere Themen. Andere Vorhaben. Ja. Recherche hat schon andere Plattformen. Genau. Nee, aber wie viel bringe ich von dem Fremden mit in mein Buch rein, ohne dass es auf der einen Seite zu aufdringlich wirkt? Also gerade in Büchern, die in Russland spielen, fällt mir das unheimlich oft auf, dass da sehr viel an Russisch reingepackt wird, ohne dass erklärt wird, was bedeutet das jetzt? Und dann guckst du, dann ist ein Impressum da. Und wie viel sollte man da reinpacken, dass es noch authentisch wirkt, ohne dass der Leser damit überfordert ist? Ich finde es zum Beispiel schön, mache ich in Nuffy-Show so, und das liebe ich auch bei Agatha Christie, wenn Hercule Poirot dabei ist, wenn er ab und zu einfach so einen einzelnen französischen Begriff reinhaut sagt Mon ami oder so. Ich meine, das ist sowas, okay, ich kann selbst kein Französisch, außer zu sagen, je m'appelle Maria, bonjour, Baguette, was weiß ich, Croissant. Aber, das solltest du beim Bäcker sagen, der weiß dann, was du möchtest. Der fragt dann noch combien, und dann musst du dann nur die Finger hochhalten, wie viel du wovon möchtest. Wenn du Vin und Fromage noch dazu kriegst, dann hast du schon eine Mahlzeit zusammen. Genau. Fromage ist Käse. Genau, und Vin ist einfach nur der Wein. Und Margé ist Essen. Richtig. Margé, genau. Ich hatte mal geplant, an einem Charity-Event teilzunehmen als Fotografin, das in Frankreich hätte stattfinden sollen. Und ich habe mir dafür angefangen, selbst über Bubble Französisch beizubringen. Und dann wurde das Event gecancelt. Und deswegen habe ich dann aufgehört, Französisch zu lernen. Es gibt eigentlich nur zwei Sätze, die du in auf Französisch sagen können musst. Das eine ist... Coucher avec moi. Das wäre der falsche. Das ist Je ne peux pas parler français. Ja, den kann ich auch. Parlez-vous anglais. Sprechen Sie Englisch. Anglais, aber sonst die anderen. Hast du halt zu 90% ein Problem, weil die sagen, oh, no. Und dann Französisch weiterreden, weil die Franzosen können ja nicht langsam sprechen. Also, das ist aber wirklich wahr. Das können sie wirklich nicht. Wenn du einen Franzosen bittest, langsam zu sprechen, spricht er lauter. Genau, lauter und meistens noch ein bisschen schneller. Herrlich. So, Medien wie Zeitung gut anschreiben. Hattest du schon? Medienkontakte. Genau. Ha, wegen mir müsst ihr noch bis Mitternacht bleiben. Naja, wenn es nur Mitternacht ist. Ey, weißt du, also, Barbara, wir fangen um Mitternacht immer erst an. Ist wirklich so. Also die Standard-Telefonzeit ist Mitternacht bis 1 bei Fakriro. Also für Start. Ich wollte gerade sagen, also nicht, dass ihr falsche Vorstellungen kriegt. Es fängt um Mitternacht, um 12:30 oder um 1 an und geht im Schnitt bis 16:00 oder 19:00. Da muss ich mir mal den Bommel reiben. Lass mich auch mal kommentarlos stehen und hutsche kurz aus dem Bild. Ich sehe nämlich gerade, dass mein Laptop aus irgendeinem Grund nicht geladen hat und ich gleich weg bin, wenn ich mich nicht kümmere. Das hatte ich eben auch schon. Ausreden über Ausreden. Ne? Die Katha will sich jetzt hier nur rausmogeln, damit es nicht auffällt, dass sie früher geht. Sie sieht nämlich, das zieht sich hier noch. Also, dass sie auf was sie sich da einlässt. Habt ihr sie? Aber doch, eigentlich müsste sie das doch wissen, oder? Ja, ich glaube, langsam aber sicher hat sie die Hoffnung aufgegeben, dass es irgendwie besser werden könnte. Aber ihr süßen Herzl, bei mir ist auch gleich Feierabend, weil für das Kind ist gleich Feierabend, weil wir versuchen, so etwas wie Alltag zurückzubekommen. Wir wissen zwar noch nicht, wann wir wieder in die Schule gehen, aber hey, so sehe ich immer nur aus, wenn ich den Konverter auffülle. Ja, ich dachte eigentlich auch, das ist... Also, der war mir neulich ausgelaufen. Ich hatte ihn eigentlich sauber gemacht, aber es muss noch Tinte in der Kappe sein, sodass ich mir das immer wieder ranhole. Das ist natürlich, hast du Bibo-Stäbchen? Mit denen geht das immer gut. Ja, ich muss das gleich mal mich drum kümmern. Hab jetzt Angst, habe vage zugesagt, dass wir telefonieren. Geht das auch im Vormitternacht? Also ja, nachdem sie mit mir ausgemacht hat, ja, natürlich geht das vor Mitternacht. Die in Frage der Regel, ist, ob es vor Mitternacht zu Ende ist. Ja, das kommt drauf an. Also, Nach Mitternacht. Genau. Nein, ich sage mal, ab 12 Uhr bin ich menschlich
wieder so ansprechbar, dass man mit mir telefonieren kann. Also unsere Arbeitszeit ist so, fängt so zwischen, um 12 rum an und hört dann halt um 6, 7 Uhr morgens auf. Mit Puffer in beide Richtungen. Ganz genau. Plus X. Meiner schläft seit 30 Minuten und ich schlafe auch bald ein. Ah ja, Barbara, aber uns bis Mitternacht wach halten wollen. Ja, ja, ja. Ach komm, weil du ins Bett gehen würdest, wenn sie dich jetzt vom Haken lässt. Nee, aber ich habe mir vorgenommen, inspiriert jetzt von unserer Unterhaltung, endlich die Chat-Stories zu schreiben, die ich Julia versprochen habe. Ja, ich warte sehnsüchtig. Nee, da warte ich ja auch noch auf Chat-Stories. Ja, aber da ist momentan so super gar nicht motiviert zu schreiben. Aber ich habe 5 so coole Plots. Ich habe nur Angst, dass sie zu groß werden für die 2 Kapitel. Ich habe eigentlich auch coole Geschichten, aber ich muss ehrlich sein, es ist halt sehr viel Zeit des Tages, hier immer sehr viel die Bude voll. Und ich bin dann abends, wenn dann hier Ruhe ist, einfach zu platt, um noch irgendwie da super kreativ einen Text rauszuhauen, der qualitativ hochwertig genug ist, dass ich ihn auch verschicken würde. Ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß so gut, was du meinst. Und wir sind nur zu zweit. Aber das ist eine 100% mehr als normalerweise tagsüber. Das ist... Genau, und ich habe jetzt 200% mehr als normal und ja. Genau. Nein, du hast da mein vollstes Verständnis. Katar, für uns hat sich nicht viel geändert, ne? Naja. Der Mensch ist zu Hause, aber ich finde das gar nicht schlecht. Der verkriegt sich in seinem Arbeitszimmer, das ist tatsächlich gar nicht so viel anders. Julia, warten, ne? Ja, ja. Das ist auch sowas. Das Dokument ist geöffnet und die Fragen stehen auch da. Und ich sitze dann da und schreibe Antworten und mir so, nee, so haust du das nicht raus. Ja, genau. Barbara, ich habe das Pendant dazu in weiblich. Verstehe. Die 7000 Silben pro Sekunde. Also da muss ich ja sagen, so mit einem etwas stoffeligen Teenager, der nur das Nötigste sagt. Ja. Bist du im Moment die Glückliche von uns? Nein. Vielleicht. Das kommt immer drauf an, wie dann der Rest des Tones ist, ne? Das haben wir ja dann noch dazu. Aber das passt schon. Wir haben die letzten 4 Wochen überlebt. Wir werden auch hoffentlich noch die nächsten 4 Wochen. Ja. Ich habe vorhin Bericht aus Berlin gesehen und dachte, ihr seid ja optimistisch. Und ein Interview mit dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, glaube ich, wo es darum ging, wie Ost- und Nordsee wieder hoffen, irgendwie für den Sommer noch sowas wie eine Saison hinzukriegen, wo ich so denke, ihr Optimisten! Eigentlich könnten doch die ganzen Norddeutschen mal ganz froh sein, dass sie mal einen Sommer wirklich ihre Strände für sich haben. Ich meine, ja klar, also finanzieller Sicht nicht, aber so rein aus psychologischer Sicht könnte ich mir das vorstellen, weil also alles immer Fluch darüber, dass alles voller Touristen ist. Muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die aktuelle Entwicklung ein wenig mit Entsetzen / Besorgnis, weil ich habe so das Gefühl, alle reden nur noch über den Exit. Und das ist so wie, die Kapelle auf der Titanic hat auch bis zum Schluss gespielt. Weil ich frage mich tatsächlich, was das für psychologische Auswirkungen hat, wenn wir jetzt öffnen, sagen wir mal, ne, in 4 Wochen, für 3 Wochen, und dann ist ein richtiger Shutdown, weil dann, wir sind immer noch, das vergessen ja alle, wir sind in der Kurve immer noch in der Steigung, nur haben wir halt jetzt das lineare Wachstum wieder erreicht. Das hier geht ganz schnell wieder.
Das dauert eine Woche. Da muss man nur nach China gucken, deren Lockerungen ja immer noch härter sind als unsere Quarantänemaßnahmen. Also, ne? Die haben ja immer noch Reiseverbot und den ganzen Quatsch. Ja, ich finde auch, das ist einfach ein bisschen sehr so nach dem Motto, was glaubt ihr denn, warum es funktioniert? Was glaubt ihr denn, warum die Ärzte nicht überlastet sind? Das liegt daran, dass Millionen von Menschen sich daran halten und zu Hause sind und sich zurückschrauben. Und daran, dass niemand in den Urlaub fährt und dass niemand zur Arbeit fährt, der nicht muss. Genau. Und, aber macht ruhig, Leute. Ja. Ich meine, ich sorge dafür, dass meine Mama nicht aus dem Haus geht und ich werde es verhindern, wo es nur geht und bleib einfach stur dabei. Ja. Und denke, hey, so viel hat sich nicht verändert bei mir zuvorher. Nee, weil wenn wir die Disziplin jetzt auflösen, wird die Disziplin in dieser Form auch nicht mehr kommen. Das sollte man, aber darüber wollen wir hier jetzt gar nicht reden, weil eigentlich haben wir eine Party und wir wollen ja eigentlich gute Stimmung haben. Und deshalb freuen wir uns, dass schönes Wetter ist, dass die Rana übernächste Woche Urlaub hat und die Gronos noch ganz viele Geschichten schreibt. Und die Katha den Lalülala nur hat vorbeifahren hören, dass er nicht bei ihr angehalten hat. Und ja, das war jetzt nur der kurze Blick in die Küche, wo sie alle wieder stehen, weil da keine Musik ist und da die ernsten Gespräche passieren. Jetzt gehen wir wieder ins Wohnzimmer, da ist wieder Party. Genau. Ah. Genau. Und die Sabrina sieht irgendwie aus, als wäre sie sich nicht müde ist oder schon wieder. Du hast gerade irgendwie so richtig so in die nächste Woche. Hast du den Wetterbericht für nächste Woche schon? Oh. Nein. Ich also Nein. nicht geguckt, aber kann ich ja ändern. Was sagt denn mein Handy zu dem Thema? Nee. Das war. Kennst du das nicht, wenn jemand so in die nächste Woche so. So mit dem Blick ein bisschen ab. Wieso hast du gerade in die nächste Woche geguckt? Wieso? Es gibt doch keine nächste Woche. Ist doch momentan alles so. Nein, nicht wieder alles Mensch. Nicht wieder in die Küche gehen. Nein. Bleib mal im Wohnzimmer. So, es ist 21:59, meine werten Hasen. Ja. Mein Kindlein muss jetzt die Switch ausschalten. Wir hören schon leisen Protest auf dieser Seite. Ja, ist ja auch spät genug. Genau. Ja. Und ich denke, wir, also so ohne live zu gehen, hören uns dann morgen wieder in alter Frische, um unsere geheimnisvollen Projekte voranzutreiben. Du meinst jetzt mich, oder? Ja, ich meine vor allem dich. Na klar. Das machen wir morgen, Pinky. Dasselbe Abend wie jeden Abend. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Genau. Der Pinky und der Brain. Ach nee. Also wir haben jetzt schon so ein Level erreicht, den schaffen andere nur mit Alkohol. Genau. Ich versuch's lieber mit Schokolade. Kennt ihr das? Ich muss immer zwei gleichzeitig essen. Für die Fairness. Was isst du denn? Ja. Das ist Schleichwerbung. Ich zeig die Tüte nur von hinten. Ah. Das Lecker. Sind aber nicht die Crunchies, ne? Das sind die Original. Erdnüsse esse ich lieber mit Salz als mit Schokolade. Du musst Flügel machen gehen. Baust du wieder einen an deinem neuen Riesendrachen? Komm schon, Barbara. Sie rächt sich gerade an uns. Sabrina, merkst du das? Barbara lässt uns hier auch mit Halbwissen stehen. Ich habe euch gewarnt. Ich habe euch gewarnt. Aber ich habe eine Liste von 11 weiteren Impressi. Also Gruppen. Und ich habe Barbaras Facebook-Seite und sie macht hier mal fleißig Fotos. Also sie ist ja nicht so fies wie wir. Und ich bleibe dabei. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch Mai hatten wir voll.
Juni, Juli, also bis durch den August kommen wir schon mal mit Themen. Also Katha, du weißt, du hast jetzt freitags, mittags nie was vor, ne? Und du lässt dich einrichten aktuell. Ja, und mit diesem entspannten Ausblick verabscheue ich mich mal in aller Demut. Es war sehr schön, dass du dabei warst, dass ihr alle dabei wart. Ich finde, es war eine recht lustige, wenn spontane Aftershow-Party. Und dafür, dass wir 0,0 Konzept hatten, konnte man vielleicht sogar sowas wie unterhaltsam hier hinein interpretieren. Zumindest phasenweise, sagen wir so. Phasenweise unterhaltsam. Genau. Das ist vielleicht ein guter Titel für diese Aftershow-Party. Wenn wir sie hochladen, heißt der Titel Phasenweise unterhaltsam. Und raus aus der Küche. Genau. Raus aus der Küche, das Essen wird kalt. Genau. Dann, Stefanie, bis Freitag. Schön, dass du dann wieder dabei sein wirst. Und Julia, mach's gut. Erhol dich in deinem Urlaub nächste Woche schon. Nee, nächste Woche, übernächste. Ja, ich dachte, übernächste. Ab nächster. Also, ja, also nächste Woche ist für mich deine nächste ist meine übernächste. Genau. Es gibt ja auch Länder, wo die Woche sonntags anfängt. Ja, habe ich auch schon gehört. Ciao, ciao, AG, aber du weißt schon, dass du dich nicht von allen Vieren verabschieden kannst. Guter Versuch, aber. Guter Versuch, aber es klappt so nicht. Und ich bin mal gespannt, wie lang das Ding braucht, um das aufzunehmen, um das zu speichern, also unser Programm hier. Ich glaube übrigens, der hat aufgehört und vor anderthalb Minuten wieder neu angefangen. Also ich hoffe, dass das alte Video trotzdem besteht. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, das funktioniert. Der zählt eine Stunde. Und dann fängt er wieder von vorne an. Der war bei 100. Oder 100 und dann fängt er, also er fängt irgendwann einfach wieder von vorne an. Ach so, das heißt, wir haben die 100 Minuten geknackt. Genau, ich dachte nämlich neulich auch, als, das war glaube ich der letzte Schreibkurs mit Etienne, da stand da plötzlich auch eine Minute. Schon wieder. Genau. Also, dann allen einen schönen Abend. Wie gesagt, schön, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich auf Katha bei Impressum und auf Sabrina morgen zum Plan. Und Julia, ich sehe zu, dass ich dir was geschrieben kriege. Ich freue mich. Ich starte auch noch einen Versuch die Woche. Ja. Ich glaube da ganz dolle an dich. Tschüss.